und politische Kultur der Straße mit dem Schwerpunkt Herbst 1989 für eine Publikation, das Wunder von Leipzig, eine Online-Arbeit, hat er den Grimme Online Award 2010 gewonnen. Auch da sind wir insofern Nachbarn, weil wir haben den Grimme mal 2005 bekommen für eine Arbeit. Das war eine Kooperation mit MDR und Arte, zahlreiche Veröffentlichungen zur DDR-Geschichte und besonders zur Demokratischen Revolution 89, auf die kann er verweisen. Und wir haben gesehen Filmausschnitte aus dem Film, aus dem Dokumentarfilm Leipzig im Herbst. Da neben ihm Selma Wendt. Selma Wendt ist gehört mit zu den Wels, Entschuldigung, Selma Wels, zu den Gründerinnen. Es gibt zwei, nämlich des Binoki Verlags. 2011 ist er begründet worden. Und als ich das las, habe ich mich das erste Mal gewundert, wieso das denn jetzt erst? Wieso gibt es mit Binoki jetzt den ersten Verlag, der sich um türkische Literatur und ihre Übersetzung ins Deutsche richtig kümmert. Unglaublich, wo die Türken eigentlich die größte in Deutschland lebende Minderheit sind, mit einer großen Literatur, die sie ganz einfach auch zur Verfügung haben und die wir so gut wie nicht kennen. Während der Gezi-Proteste im Sommer 2013 übersetzte sie und Mitarbeiter bei Dinoki ehrenamtlich die Flut von Informationen und sie stellten sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Gerade erschien es auch eine Publikation zu Gezi, eine dokumentarische, die erstmal in einem Schnellverfahren aufnimmt und sichert, was da alles geschehen ist und uns das eigentlich erhält. Weitere Forschungen, da ist Bernd Lindner dann womöglich Kollege, werden sich anschließen. Dieser Verlag und für dieses Buch hat der Verlag Binoki den Buch Award der Leipziger Buchmesse als Newcomer gewonnen, ist also gefeiert worden und auch der Kurt-Wolf-Förderpreis, die kümmern sich so um kleine Verlage, die Kurt-Wolf-Gesellschaft ging dieses Jahr, war es dieses Jahr oder letztes Jahr? 2013 an Binoki. Herzlich willkommen und der Schauspieler, der da vor der Wand von Polizisten stand, Halit Bengöllü. Halit Bengöllü, das sollte man sich vielleicht merken. Neben ihr sitzt Kanan Bayran. Nein, was ist da passiert? Nein, ich habe es hier. Carsten Gericke natürlich. Carsten Gericke ist Anwalt, kommt aus Hamburg, hat aber auch in Berlin zu tun und was alles, hat ja auch ein Büro. Arbeitet seit 2004 als Strafverteidiger in den Bereichen Zuwanderungsrecht, Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht und Polizei- und Versammlungsrecht. Er war damals im Team bei den Auseinandersetzungen um den G8-Gipfel in Heiligendamm. Wir erinnern uns diese großen Demonstrationen gegen diesen Gipfel und die Geldverschwendung und diese Unwirksamkeit und dergleichen mehr, kann man alles diskutieren. Und er hat auch dann die Leute vertreten, die gegen diesen Gipfel und sein Wollen bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen sind. Er ist seit 2013 Berater des European Center for Constitutional and Human Rights hier in Berlin und in dem Zusammenhang ist er heute auch hier auf dem Podium, weil er gehört in das Team von Wolfgang Kaleck, der eigentlich der Leiter ist, oder Leiter, wie sagt man in euren Kreisen, wenn es darum geht, Edward Snowdens Rechte hier in Deutschland oder in Europa darzustellen und zu verteidigen. Also er hat damit zu tun. Neben ihm jetzt wirklich Kanan Bayran. Sie ist Rechtsanwältin mit den Schwerpunkten Arbeits-, Familien- und Ausländerrecht. Sie ist Abgeordnete im Bündnis 90 Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus seit 2009. Fraktionssprecherin für Migrations- und Integrations- und Flüchtlingspolitik. Ihre Hauptthemen Migration, Antidiskriminierung und Diversity.
und so weiter und so fort. Und von daher genau richtig bei uns. Und last but not least, Sergei Jadan. Er ist einer der wichtigsten Schriftsteller, eigentlich Lyriker der Ukraine. Bei uns in der Literaturwerkstatt schon häufig zu Gast gewesen, auch bei Weltklang im Poesiefestival vor diversen Jahren. Und ich weise jetzt schon darauf hin, dass auch morgen wird er wieder zugegen sein, wenn die Ukraine ihre Literatur Thema sind bei dem Thementag Ukraine. Natürlich geht es da um den Zusammenschluss oder die Vermengung mit politischen Situationen. Er war schon vor 9 Jahren Aktivist der Orangen Revolution und ist auch jetzt wieder, und das ist auch bezeichnend für viele Dichterinnen und Dichter und überhaupt Künstler, Aktivist. Er hat eine aktive Rolle gespielt bei der Protestbewegung um das, was so als Chiffre bei uns hängen geblieben ist, um Maidan. Maidan heißt ganz einfach Platz. Wenn wir Maidan sagen, meinen wir meist immer den Platz in Kiew. Aber es gab natürlich viele Plätze in der Ukraine. Er kommt aus der Ostukraine und wird uns sicherlich auch berichten können, warum da was so ganz anders läuft, als wo ziviler Ungehorsam ja eigentlich auch an ein Ende geraten ist. Und in Deutschland hat er neben vielen Preisen, die er bekommen hat, eben auch den Hubert-Burda-Preis für junge Lyrik 2006 schon bekommen. Der Pianomann ist so die Chiffre international geworden für die ukrainische Revolution. Das war der Typ, der da in Kiew auf dem Maidan unter Maske das Piano malträtiert hat und ja darüber auch eine Stimmung erzeugt hat und auch eine, das ist natürlich auch eine Haltung, wenn die Polizei ringsum sich aufbaut. Und da antwortet Kunst und spielt sich ganz einfach und steht dann also ganz einfach 90 Grad Winkel zueinander und das knallt ganz einfach. Also, wo ich auch meine, das sind durchaus poetische Konstellationen. Katja Stetschewitsch ist diejenige, die uns hilft oder ihm hilft über Sprachprobleme hinweg und so kennen sie uns jetzt alle, die wir hier auf dem Podium sitzen. Ja. Gerne. Wir haben eine gute Stunde und Johannes Odenthal und ich haben jetzt verabredet, wie es weitergeht. Magst du das sagen? Wir machen einfach weiter. Vielen Dank, Thomas, für die Herausforderung der Vorstellung. Vielleicht beginne ich einfach mit der ersten Frage. Weil die Statements, ne? Aber bitte? Mach die Frage erst. Die Frage und dann kommen die Statements. Ja, also eine Frage einfach so als Kontext, in dem diese Statements dann auch Sinn machen. Die Frage ist, im Hintergrund steht natürlich der Begriff Demokratie, glaube ich schon. Und die Frage, welche Beziehung künstlerische Produktion, in dem Fall natürlich, wir sind im Poesiefestival Poesie, aber auch Theater, Musik, bildende Kunst, übernehmen können für einen Aufklärungsprozess, welche Impulse gesetzt werden, welche Überschneidungsfelder. Mir kommen zwei Gedanken. Einmal das Stück von Volker Braun, Die Übergangsgesellschaft, die jetzt im Nachhinein in der Inszenierung am Gorki-Theater interpretiert wird für das Migrationsthema, also sozusagen ein Thema, das aktuell geblieben ist, oder die Inszenierungen im Schauspiel in Dresden, wo die Schauspieler am Schluss sagen, wir treten aus unseren Rollen heraus. Das heißt also, die kulturellen Räume nutzen, um sich zu emanzipieren aus einer Begrenzung. Und insofern das erste Statement vielleicht von Herrn Lindner. Was war das für eine Situation 89? Was können wir daraus lernen? Und wo ist diese Grauzone definiert? Wir reden ja von Zivilcourage, aber ziviler Ungehorsam, ein viel interessanterer Begriff, ist ja genau diese Mischung aus einem Widerstand, aus einer Verneinung von Ordnung, von Gehorsam auf der einen Seite, um auf der anderen Seite zivile Verantwortung zu übernehmen. Ja, danke. Ja, also ich bestehe für jetzt den zivilen Gehorsam, der zeitlich gesehen in der Reihe der Leute auf dem Podium am weitesten zurückliegt. 25 Jahre ist es her, dass in Leipzig Leute auf die Straße gegangen sind, mit der Absicht, was zu verändern.
bezeichnender für die Losung, die am 4. September erstmal gerufen wurde: Wir bleiben hier, als Entgegnung zu: Wir wollen raus, wir wollen raus, rief die Antragsteller, die seit Jahren auf die Ausreise warteten. Und die waren laut und die waren kräftig, die Rufe, es waren viele. Und dann kam vom Rand dieses kleinen Platzes des Nikolaikirchhofes ein erstes schüchternes: Wir bleiben hier. Und ich fand es sehr berührend zu sehen, Oranienplatz, wir bleiben. Also das Bleiben wollen, um etwas zu verändern, um etwas zu bewirken, stand am Anfang. Und dann hat die Sprache langsam den Platz gefüllt und die Straßen gefüllt. Und Sprachgewalt ist ein wesentliches Moment des Herbst 89. Ich selber bin Soziologe, habe damals mitdemonstriert und gleichzeitig als Wissenschaftler, man ist schizophren dann ein bisschen und fängt an zu sammeln und zu archivieren. Und ich habe angefangen, alle Losungen, die dort gerufen wurden oder dann später auf Transparenten zu sehen waren, aufzuschreiben, so leid es ein Einzelner konnte. Später waren es mehrere. Und seitdem beschäftigt mich das Phänomen und ich versuche auch immer versuche herauszubekommen, wo kommen denn die Dinge her? Wie kommt denn jemand zum Beispiel darauf, am 2.10., 1989 auf dem Leipziger Ring zum ersten Mal: Wir sind das Volk, zu rufen? Ist das eine situative Eingebung? Gibt es da Muster, auf die ich mich berufen kann? Ist es die unmittelbares Erleben? Dort war es so, die Polizei sperrte den Ring ab, stand uns erstmals, so kannten wir unsere Polizei, unsere Volkspolizei ja gar nicht, mit Schild, Helm und langem Schlagstock gegenüber, trommelte auf die Schilder. Und ein Offizier sprach ins Megafon: Bürger, lösen Sie die Versammlung auf, hier spricht die Volkspolizei. Und da kam plötzlich wie aus dem Nichts heraus der Ruf: Wir sind aber das Volk, wir sind das Volk. Wie kommt jemand dazu, in diesem Moment sowas zu rufen? Hat der Vorgänger, Vormuster? Man kann in die Literatur gehen, da kann man weit zurückgehen bis zu Freiligrat. 1848, trotz alledem, können Sie vielleicht das Gedicht: Wir sind das Volk, die Menschheit, wir sind ewig drum, trotz alledem, ihr hemmt uns, doch ihr zwingt uns nicht, unser ist die Welt, trotz alledem. Man könnte bei Büchner nachgucken, bei Dantons Tod, bei Schiller findet sich diese Zeile: Wir sind das Volk. Nun kann man vielleicht von Demonstranten in so einer Situation nicht unbedingt gerade Bildungsbürger gut erwarten. Es gibt auch ganz eigenartige Quellen, die viel frischer waren. Zum Beispiel gibt es eine Punkband, oder gab es eine Punkband im Osten, in Gotha war die zu Hause, die hieß Schleimkeim und die hat 1986 einen Song geschrieben, Prügelknaben. Der geht so: Wir wollen nicht mehr, wie ihr wollt, wir wollen unsere Freiheit, wir sind das Volk, wir sind die Macht, es ist zu spät, wenn es erstmal kracht. Also 3-4 Jahre vorneweg. Und es war einfach so, dass in den ersten Demonstrationen in Leipzig eine ganze Menge Punks dabei waren. Und die waren textsicher. Es war schwierig, bei Punk-Songs den Text zu verstehen, aber die waren halt textsicher. Und Otze, der Sänger von Schleimkeim, sagt: Ja, warum soll das nicht ein Punk gewesen sein? Ja? Also durchaus möglich. Es gibt auch viel weiterliegende Quellen, aber doch ziemlich nah. Es gibt den berühmten Film Taxi-Treiber von Martin Scorsese, den kennen Sie sicherlich alle. Und alle kennen die Geschichte von den Travis, der da durch New York fährt mit dem Taxi und diese Kindfrau findet, für die sich einsetzt, letztendlich auch zum Gewehr greift. Aber viele haben vergessen, da gibt es eine Vorgeschichte in dem Film. Der Travis verliebt sich in eine junge Frau, die macht Wahlkampf für einen republikanischen Abgeordneten. Der Film ist 76 gedreht worden und der republikanische Abgeordnete formiert unter der Losung We are the people. Der Film ist in der DDR im Kino nicht gelaufen, aber mehrfach im bundesdeutschen Fernsehen und untertitelt mit Wir sind das Volk. Also es gibt sozusagen ganze Reihe von Quellen, wo man sagen könnte, das ist jemandem im Kopf hängen geblieben und in dem Moment hat es abgerufen. Es gibt auch situative Situationen, die durchaus zeitgleich Ähnliches vorbringen können. Ich lese mal kurz einen Zeitzeugenbericht vom Tiananmen-Platz vor. Da schreibt einer unmittelbar nach dem Erleben: Wir sitzen und sangen Hand in Hand die Nationale, das haben wir auch gemacht in Leipzig. Außerdem riefen wir Volksbefreiungsarmee, schlag nicht das Volk. Also es gibt vielfache Möglichkeiten, aus denen heraus so eine Sprache Raum gewinnt und plötzlich ist es in der Luft und dann fühlen alle, die dort stehen, das ist es. Das ist es, das hat man sofort gemerkt, besser kann man das, was wir wollen, auf diesen Straßen von Leipzig nicht ausdrücken. Wir sind das Volk, die DDR, die Deutsche Demokratische Republik hat für sich in Anspruch genommen, ein Land des Volkes zu sein, ist jetzt 40 Jahre lang missachtet und plötzlich findet das Volk zu seiner eigenen Sprache. Und das ist schon ein phänomenaler Moment gewesen und das hat sich dann wie ein Windeseile durch die ganze DDR verbreitet.
schon am 7. Oktober in Plauen trug dann jemand ein kleines Transparentchen, so ein Schal mit Wir sind das Volk drauf. Und ja, und wir haben es ja auch selber in dem Trailer gehört, da spielte ja, diese Szene war ja vom 9. Oktober, wie mächtig dann sowas klingt, wenn 70.000 Leute Wir sind das Volk rufen. Und das ruft man heute auf anderen, in anderen Teilen der Welt immer noch und der Ruf ist immer noch notwendig. Sprich mir, wenn man der Chronologie noch im Moment folgt, also 2. Oktober ist erstmal in Leipzig, Wir sind das Volk. 9. Oktober, das war der gefährliche Tag, wo auch der verbreitet wurde, wie tatsächlich das stimmte, weiß man gar nicht so genau, dass sich rings um Leipzig auch ein Ring von Militär zusammengezogen habe, weil heute werde geschossen, wenn wieder eine Demonstration losgehe und es waren noch mehr Leute und dieser Ruf, Wir sind das Volk, wurde penetriert und der saß auch und das ist ein Trommel, eine heftige Gewalt. Wie das ausging, wissen wir dann, 89 am 9. November fiel die Mauer. Und das sei vielleicht auch noch gesagt, das ist natürlich auch vom, poetisch gesehen vom Rhythmus her, Wir sind das Volk. Das steht, das ist wirklich was wie ein Marschruf oder ein Marschritt. Und als dann in Dresden war es, glaube ich, als Kohl dahin kam und dann der Ruf aufkam, wir sind ein Volk, also poetologisch, du weißt wahrscheinlich besser, jedenfalls ist da ein Stolperer drin. Das geht nicht so ohne weiteres in den Körper rein. Ne? Wir sind ein Volk, kann man nicht rufen. Ne? Aber es kommt nicht aus den Mündern von DDR-Bürgern. Dieser Spruch ist in der Wahlkampfzentrale der CDU erdacht worden. Es ist einfach ein politischer Slogan, der aus dem Westen kommt. Und das erste Mal gedruckt wurde am 10. November auf einer Sonderseite, Sonderausgabe der Bild-Zeitung. Da stand ganz groß drauf, warten Sie, ich will es genau exakt vorlesen. Wir sind das Volk, rufen Sie heute, wir sind ein Volk, rufen Sie morgen. So kam dieser Spruch in die Welt und wurde dann später mit Buttonaufkleber über die von der CDU im Wahlkampf um die erste freie Volkskammerwahl 1990 eingesetzt. Gelesen rutscht das so durch, gehört, ist ein Stolperer drin. Ja. Ne? Das ist eigentlich das Interessante daran auch wieder. Schnitt, wir gehen kommen zu Selma Wels und damit zu Gysi. Und Gysi ist ja auch eigentlich ein Symbol geworden und steht für alles, was in der Türkei in Wallung geraten ist, frei geworden ist, losgetreten ist. Und wir hatten gerade, ich erinnere nochmal, den Thementag Türkei vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen. Und was uns die Dichter und Philosophen aus der Türkei gesagt haben, ist, da ist was freigekommen, wir sind freigekommen, wir sind zur Sprache gekommen, wir haben eine Sprache gefunden, kurz der Geist ist aus der Flasche, was auch immer geschieht, geht die Zahnpasta, kriegt man auch nicht wieder zurück in die Tube. Vielleicht hören wir dein Statement. Genau, also der Geist ist aus der Flasche, das stimmt, das hat auch einer unserer Autoren in der Anthologie geschrieben, der Geist ist aus der Flasche und die Türkei, so wie es bisher sie existiert hat, wird nicht mehr existieren. Aber bevor ich das vergesse, zu den Untertiteln, da ist nämlich auch was mit Untertiteln passiert, komme ich aber gleich noch. Ja, also letztes Jahr im Frühsommer ging es los in Istanbul im Gezi-Park. Da sollten eigentlich, da sollte der Park, das letzte Stückchen Grün in der Stadt, im Zentrum der Stadt, dem nächsten Einkaufszentrum weichen. Und da sind halt Umweltschützer in den Park gegangen und haben dagegen demonstriert. Es waren vielleicht 20 Leute maximal. Und das wurde von der Polizei ziemlich gewalttätig auseinandergeschlagen, woraufhin dann viele Leute, junge Leute insbesondere, das über das Internet mitbekommen haben, sich mit ihnen solidarisiert haben und dorthin gegangen sind. Und auf einmal kippte das Ganze. Also der Funke ist auf einmal übergesprungen und dann ging es nicht mehr nur um die Bäume, sondern wirklich um eine Kultur einer offenen und solidarischen Zivilgesellschaft, die diese Menschen einfach etablieren wollten. Unter anderem eben auch viele Künstler, Literaten, also daher auch der Bezug zu Binoki, zu unserem Verlag. Für uns war es natürlich auch nochmal interessant, was passiert literarisch, was haben die da gemacht. Es gab eine Gezi-Bibliothek, sie haben den Polizisten vorgelesen, wie wir gesehen haben. Und sie haben auf sehr viel Gewalt und sehr, sehr viel Tränengas sehr kreativ und humorvoll reagiert und sind immer friedlich geblieben und haben sich organisiert, und zwar mit dem Internet, übers Internet. Also sie haben soziale Medien genutzt. Sie haben zum Beispiel Gedichte auch genutzt. Also die Straße war der Kunstraum sozusagen. Es wurden
jeden Tag, also es gab diesen Hashtag Shir Sokakta, das Gedicht ist auf der Straße, haben sie selbst gedichtet oder Dichter zitiert. Und es gab ganz viele Graffitis, die Regierung sprach von Verschwörung, das ist der amerikanische Geheimdienst, die Graffitis sehen alle gleich aus, also sie mussten erstmal, haben sie noch nicht dahinter gekommen, dass es auch Schablonen gibt, die man dann einfach sprühen kann. Und unter anderem haben auch Jugendliche oder junge Menschen, Studenten, also die gucken sehr, sehr viele Serien übers Internet, unter anderem auch Game of Thrones. Und da gibt es dieses Winter is coming. Und permanent ist man durch die Straßen Istanbuls und da stand Winter is coming Tayyip. Und keiner wusste, was das eigentlich ist. Und die haben tatsächlich in diese Untertitel, also die sind halt auf Englisch und die werden türkisch untertitelt, ins Netz gestellt, sodass jeder halt Zugang hat. Wirklich diese Hashtags zu diesem Widerstand auch reingeschrieben. Didan Istanbul, Taksim ist überall und. Also die haben auch dieses Medium, diese Untertitelung genutzt, sozusagen, um das ganz, ganz weit zu streuen. Und das Durchschnittsalter war unter 30, also es ist sowieso eine sehr, sehr junge Gesellschaft in der Türkei. Und das war nochmal sehr beeindruckend, wie viel junge Menschen da auch waren und wie sie sich wie in einem Videospiel sozusagen dem Endboss gestellt haben. Ja, wir haben es an dem der Tag, an dem wir die Türkei zum Schwerpunkt hatten, gehört, das Durchschnittsalter in der Türkei sei 29 Jahre und in Deutschland nur zum Vergleich ist es 42. Ich würde, nur um es nicht zu vergessen, das habe ich nämlich vorhin vergessen, Bettina Henningsen, unsere Kollegin, wo ist sie? Die hat nämlich diesen Tag produziert und hat mit all den Teilnehmern hier konferiert. Bettina, wo bist du? Zeig dich mal bitte. Ach da, ganz hinten, das ist Bettina Henningsen, die Produzentin dieses Tages. Herzlichen Dank. Darf ich da noch nachfragen? Weil der große Unterschied ist ja, dass die Organisation dann übers Internet passiert ist. Ja. Nicht? Dazwischen lagen die arabischen Revolutionen und da schimmerte das ja auf, dass das Internet eine unglaubliche Möglichkeit ist, aber die Revolte, die politische Durchsetzung erst auf der Straße passierte. Das ist ja diese Verbindung, die sich eben nicht geändert hat, obwohl viel im Internet passiert, aber der Unterschied wird gemacht auf der Straße. Und vielleicht können Sie da noch mal etwas sagen, was da in der Türkei passiert ist, weil es hat ja vorher auch Demonstrationen ohne Ende gegeben. Es gab auch eine Aufklärung. Es gibt die Türkei ist auch eine junge Demokratie mit vielen Putschen, mit einem starken Militär und so weiter. Aber die eigene Geschichte einer zivilen Gesellschaft existiert und auf dieser Basis hat sich mit Hilfe des Internets eine neue Generation formiert, eine neue Freiheit. Vielleicht können Sie diesen Punkt nochmal herausschälen im Unterschied zu diesem Zerbrechen eines ganzen Staatensystems, wie wir es 89 in der DDR dann erlebt haben. Ja, also ich glaube, also es ist halt einfach so, dass wir letztes Jahr erlebt haben, also es wird ja auch, wurde ja dann im Nachgang ja noch versucht, wirklich auch mit Twitter-Sperre, YouTube-Sperre dagegen anzugehen. Also die haben sich einfach, im virtuellen Leben kannte sich die Gesellschaft schon, nur unter anderen Namen und plötzlich begegnen sie sich auf der Straße und sie verfolgen einfach, okay, was ich gucke aus dem Fenster, da passiert was ganz anderes, als was im Fernsehen geschieht. Also im Fernsehen sehen wir Pinguin-Dokumentation, draußen passiert was ganz anderes und auf einmal aufgrund dieser Ungerechtigkeit geht halt jeder auf die Straße und sie fangen an, sich miteinander zu solidarisieren, auch zum ersten Mal miteinander zu sprechen. Also ich glaube, also wir haben zum ersten Mal Aleviten, Kurden, Türken miteinander wirklich kommuniziert und so die Ultranationalisten, die irgendwie nichts mit der Religion am Hut haben, die haben sich hingestellt und haben sozusagen die Betenden geschützt, damit sie in Ruhe beten können, also auch wirklich ihrer Religion nachkommen können. Also dieser Austausch, diese Kommunikation ist tatsächlich dann auf der Straße passiert, aber die Organisation oder die Vorbereitung der Kommunikation übers Netz. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und was halt auch bei der Twitter-Sperre wirklich spannend war,
wenn man sich so eine Europakarte anguckt, also in der Türkei wird Twitter verboten und am hellsten leuchtet irgendwie leuchten die Lampen in der Türkei und in Deutschland, man denkt, in Deutschland sei Twitter verboten worden zu dem Zeitpunkt. Also es war schon, also es geht schon ganz, also die gehen auch mit diesem Medium ganz, ganz anders um. Und mittlerweile, also wird ja alles darüber, also ich mag, also es gibt so ein Hashtag, ich mag, also sammel deine Beine ein, so gegen diese Männer, die so breitbeinig in der U-Bahn sitzen. Das haben die Frauen jetzt irgendwie so ein Hashtag losgejagt, so nach dem Motto, ey, setz dich mal richtig hin, ich möchte so nicht leben. Also das ist eben auch Gesi, also einfach zu sagen, ich stelle mir mein Leben anders vor. Ja, das war ein Übergang hin zu der Thematik Internet und vielleicht willst du da die Frage an Carsten oder das Wort an Carsten Gericke geben. Das hatte ich vor, Sie sehen, wir arbeiten wunderbar miteinander. Am Ende können wir das dann, ja. Genau. Carsten Gericke, bei dem, was Sie gemacht haben, gehören Sie aber auch zum Team, die sich um Edward Snowden und die Wahrnehmung seiner Rechte kümmern. Und was wir im Filmausschnitt gesehen haben oder wen wir gesehen haben, das war Jakob Appelbaum, der stellvertretend für Snowden den Preis entgegengenommen hat. Das war nämlich die Dankesrede von Edward Snowden, die er verlesen hat zur Verleihung des Whistleblower-Preises von Transparency International, der International Association of Lawyers Against Nuclear Arms und der Vereinigung deutscher Wissenschaftler in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am 30. August 2013. Ich musste das alles ablesen. Jakob Appelbaum himself ist Internetaktivist, Fotograf, Gewinner des Henry-Nannen-Preises und Gründer der Hackerspace Noisebridge und er lebt eben auch in Berlin weitestgehend und zwar im Exil. Also auch das ist, einfach ist es auch nicht für ihn. Wir wollen das Ganze bei Ihrem Statement zuhören und werden dann zu den Fragen kommen, die sich daraus für uns ergeben. Vielleicht haben wir noch ein bisschen was zur historischen Dimension von Zivil- und Ungehorsam und wie das geht. Ja. Wir werden sehen. Ja, zunächst mal herzlichen Dank. Diese kurzen Worte, die wir da gehört haben, Sie haben es ja gesagt, ist ein Auszug gewesen aus der Dankesrede, die Jakob Appelbaum da im November gehalten hat. Zu der Causa Snowden, denke ich, muss ich jetzt hier gar nicht so viel sagen. Denke ich, wichtig ist, dass sowohl dieses Statement, was Jakob da verlesen hat, von Ed Snowden, aber auch andere Verlautbarungen von Edward Snowden aus den letzten Wochen und Monaten. Eins, denke ich, relativ anschaulich verdeutlichen, nämlich was ziviler Ungehorsam sein kann oder was es ist und auch verdeutlichen, warum das, was Edward Snowden gemacht hat, geleistet hat, das Prädikat ziviler Ungehorsam verdient. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, denn es wird, vielleicht kommen wir darauf auch noch mal zu sprechen, natürlich von interessierter Seite, beispielsweise von Innenpolitikern, an allen unterschiedlichen Stellen immer wieder bestritten, dass es hier eine Legitimation des Handelns der unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure als zivilen Ungehorsam gibt. Und das ist ein ganz wichtiges Moment, auch in dieser Auseinandersetzung um Edward Snowden. Was ist ziviler Ungehorsam? Versucht man dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen, denn haben sich da schon viele schlaue Köpfe versucht, Gedanken drüber zu machen. Und eine der wesentlichen oder der vielleicht gebräuchlichsten Definitionen sagt, es hat unterschiedliche Voraussetzungen. Es muss zum einen ein öffentlicher Protest sein, es soll gewaltfrei sein. Es ist ganz zentral, dass es von politisch, moralisch motiviert ist. Und dass irgendwie in diesen Protesthandlungen eben gegen geltende Rechte verstoßen wird, um Veränderung der Politik oder der bestehenden Rechtslage zu schaffen. Das ist irgendwie so das, was Rawls beispielsweise als zivilen Ungehorsam meint. Und ich denke, wenn man jetzt mehr Zeit hätte, könnte man sich diese unterschiedlichen Voraussetzungen im Einzelnen angucken und das abprüfen, ob das, was Edward Snowden
geleistet hat, ob das dieses Prädikat verdient. Verdienstvollerweise hat sich ein Professor aus den USA, William E. Scheuermann, genau mit dieser Frage beschäftigt in der letzten oder vielleicht ist es inzwischen auch die vorletzte Ausgabe der Zeitschrift Mittelweg 36 unter dem Titel Edward Snowden, ziviler Ungehorsam im Zeitalter der totalen Überwachung, geht er auf genau diese unterschiedlichen Komponenten zivilen Ungehorsams ein und arbeitet aus meiner Sicht völlig überzeugend heraus, gerade die politische und moralische Ernsthaftigkeit, mit der Edward Snowden von Beginn an vorgegangen ist, und aber auch eben den großen Preis, den er dafür zu zahlen hat, dass er letztlich für uns alle, für unser Gemeinwesen, uns irgendwie über die Journalistinnen und Journalisten, Laura Poitras und andere, darüber in Kenntnis gesetzt hat, wie sozusagen der Zugriff auf die Daten im Internet verdachtslos weltweit erfolgt, gerade auch über große globale Konzerne wie Google und andere. Und deswegen meine ich, sollte es eigentlich außer Frage stehen, dass das, was Edward Snowden hier geleistet hat, auch das Prädikat verdient. Wenn ich jetzt noch mal so aufnehme, den ersten Beitrag irgendwie zu der Parole "Wir sind das Volk", das ist sozusagen der Slogan im Moment, der irgendwie uns mit dieser Sache befasste, betrifft, hat auch vier Worte, hat vielleicht so eine ähnliche Taktung, lautet "Ein Bett für Snowden", ist eine, kann man vielleicht auch, "Ein Bett für Snowden" ist eine Kampagne organisiert von verschiedenen Organisationen. Campact ist dabei, Digitale Courage und das Whistleblower-Netzwerk, und setzt sich eben dafür ein, dass wir auch als Gesellschaft kollektiv eine Verantwortung dafür haben, für Menschen, die in unser aller Interesse so ein hohes Risiko auf sich nehmen. Also Snowden hat, meine ich, ganz zentrale Fragen, so ähnlich auch wie Sie das eben für den Gezi-Park beschrieben haben, ganz zentrale Fragen an uns alle gestellt, nämlich wie wollen wir leben, was ist mit unseren demokratischen Freiheiten, und aber auch ganz existenziell, was bedeutet das für jede und jeden Einzelnen, was muss man vielleicht auch auf sich nehmen, um diese Freiheiten irgendwie zu verteidigen, denn sie sind permanent bedroht durch irgendwie so den staatlichen Zuwachs, beispielsweise im Bereich digitaler Überwachung. Und davon gibt es vielleicht noch gar keine Antworten. Und das, was Snowden mit Sicherheit geleistet hat, und da dürften sich auch über alle Parteien hinweg alle einig sein, ist eben, er hat diese Frage auf die Agenda gebracht. Und das ist das, was ziviler Ungehorsam letztlich erreichen will. Es sind Beiträge zur öffentlichen Meinungsbildung und zur Auseinandersetzung zu existenziellen Fragestellungen. Und das ist vielleicht dann auch der Übergang. Sie hatten ja darum gebeten, nochmal vielleicht einen etwas weiteren Bogen zu spannen. Ich kann das jetzt in erster Linie nur für Deutschland sagen, weil wir haben natürlich über die ganzen Jahre und Jahrzehnte hinweg immer wieder auch unterschiedliche künstlerische oder aktivistische Aktionen gehabt, die sich des Mittels des zivilen Ungehorsams bedient haben. Beispielsweise in den 80er Jahren die Bewegung gegen die Stationierung von Atomwaffen hier in Deutschland und die Sit-ins und die Blockaden und Umzingelungen von Kasernen aus Protest dagegen, dass hier irgendwie derartige mördermäßige Waffen, die irgendwie die Gefahr eines Nuklearkriegs heraufbeschwören, bei uns in Deutschland stationiert werden. Und viele Leute haben damals gesagt, das ist mit ihrem Gewissen und ihrer Verantwortung für zukünftige Generationen nicht vereinbar, und dafür übertreten sie dann auch das Gesetz. Ähnliches irgendwie finden wir beispielsweise in der Anti-AKW-Bewegung, in den Protesten, die Sie sicherlich auch alle kennen, bei den Castor-Transporten, wo immer wieder Leute ein hohes persönliches Risiko eingehen, an der Gesundheit Schaden zu nehmen, wenn sie sich irgendwie so untergleisen oder angleisen oder ähnliches festketten. Natürlich hat irgendwie niemand von denen tatsächlich die Vorstellung, damit einen Castor-Transport aufzuhalten und damit sozusagen das Ganze irgendwie damit zu lösen. Es sind Formen, die sehr plakativ wirken sollen und eben mit sehr hohem moralischen Anspruch, eben dadurch, dass man das eigene Leben oder die eigene Gesundheit auch aufs Spiel setzt, da vorgehen, um uns alle darauf aufmerksam zu machen und damit wir uns auch darüber dazu ins Verhältnis setzen, wie wir dazu stehen. Und jetzt vielleicht noch sozusagen aus jüngerer Zeit, auch irgendwie so, weil es eben bei Snowden ja auch gerade um den globalen Kontext geht, kann man sicherlich auch die Globalisierungskritikerinnen oder globalisierungskritische Bewegung nehmen. Nehmen Sie 2001 schon in Genua die Proteste der Disobbienti, der Tutti Bianchi, die gesagt haben,
Wir wollen gewaltlos in die rote Zone, wo sozusagen der G8-Gipfel stattfand, vordringen und diese besetzen, weil wir diese rote Zone für sich genommen als Symbol irgendwie globaler Ungerechtigkeit auffassen, dass sozusagen da Räume geschaffen werden, nicht mehr gilt, beispielsweise die Versammlungsfreiheit. Und genau das wollen wir thematisieren. Wir schützen uns dafür, es soll gewaltfrei sein, aber wir haben uns schon auch irgendwie darauf vorbereitet, dass man möglicherweise uns mit Schlagstöcken verprügeln will. Deswegen gab es da Konstruktionen mit Rettungsringen und so. Aber das war sozusagen die Idee eines gewaltfreien Ungehorsams, eines gewaltlosen Ungehorsams gegen diese Inszenierung und in 2007 in Heiligendamm letztlich so ähnlich, weil natürlich war ein Movens von vielen, die da vor Ort waren, und Sie kennen die Bilder mit den Zügen von Zehntausenden, die durch die Landschaft da um Heiligendamm, durch die Sonnenblumenfelder gezogen sind, war natürlich der Protest gegen diese 40, 50 Quadratmeter große versammlungsfreie Zone, die sogenannte rote Zone um Heiligendamm mit diesen Zäunen. Und genau dagegen richtete sich eben auch zentraler Protest. Wichtig ist mir sozusagen dabei, und das ist vielleicht auch ein Thema, was wir hier noch diskutieren können, nach meiner Wahrnehmung sind die meisten der von mir jetzt aufgeführten Beispiele richten sich auf Teilbereiche des gesellschaftlichen Lebens. Also die Proteste, über die ich jetzt hier berichte, und das gilt zuvorderst sicherlich auch für Edward Snowden, da geht es nicht darum, um ein Unrechtsregime als solches zu stürzen und eine neue Gesellschaft aufzubauen, um das jetzt mal ein bisschen pathetisch zu sagen, sondern es betrifft einzelne Bereiche, wo Bürgerinnen und Bürger sagen, hier laufen die Sache völlig aus dem Ruder und bereit sind, dafür auch einen hohen Preis zu zahlen, damit in diesen Politikfeldern eine Veränderung stattfindet. Sei es das Asylrecht mit der Umzingelung seinerzeit des Bundestages in Bonn noch gegen die Abschaffung oder faktische Abschaffung des Asylrechts, seien es die Castortransporte oder Ähnliches. Und ich glaube, das ist irgendwie so die Frage, die sich jetzt im globalen Kontext, gerade im Hinblick auf den Maghreb und die Arabellien oder auch auf die Ukraine stellt, ist diese Dimension zivilen Ungehorsams weit über das Bestehende hinausreichend als neue Handlungsform, die viel radikaler Demokratie einfordert, als es diese sehr partiell bezogenen Aktionen der letzten 20, 30 Jahre in Deutschland vielleicht ausgemacht haben. Ich erinnere, ich glaube, das war die vorletzte oder vor 3 Wochen, das Vorbereitungsbüro, das ich mit Counter-Surveillance, also mit einer Gegenüberwachung beschäftigte, mit Constanze Kurz, Chaos Computer Club, Harun Farocki, der das mit künstlerischen Mitteln versucht zu thematisieren. Es geht ja in gewisser Weise darum, und deswegen ist diese Snowden-Geschichte so interessant, programmieren wir oder werden wir programmiert? Welche Strategien entwickeln wir, um dieses System zu durchbrechen, um uns davon zu befreien? Und da sind wir ja in einem Feld eines ganz individuellen zivilen Ungehorsams, in dem sich eine unglaubliche politische Macht auch entfalten kann, in der die aber nicht auf der Straße sozusagen in erster Linie sichtbar wird und die uns einen Weg zeigt. Mir kommt eine zweite Assoziation noch dazu, hat nicht direkt damit zu tun. In dem Wahlkampf der 90er Jahre, in dem Kohl-Wahlkampf, hat die CDU mit dem Plakat der blühenden Landschaften geworben. Und Klaus Steck, unser Präsident, ich weiß nicht, ob er jetzt schon da ist, der hat dann auf einer im ARD oder ZDF auf einer großen Runde von Talkshow, wie heißt dieser Kölner Talkmaster, ist egal, gut, hat er behauptet, dass es sein Plakat ist. Und das hat eine unglaubliche, also es ist auch ein Ungehorsam, weil es war natürlich nicht sein Plakat, es war die CDU-Kampagne, aber es hat eine unglaubliche Bewegung ausgelöst, die diese Absurdität dann auch wirklich ans Licht getragen hat. Und ich finde, das ist da muss man drüber nachdenken, wie man Strategien, Gegenstrategien entwickelt, um sich entweder aus einer Machtposition heraus zu emanzipieren oder auch um zu attackieren und Ungerechtigkeiten aufzulegen. Vielleicht können Sie das nochmal in so einen Kontext stellen.
Können wir das im Moment noch verschieben, wenn ich daran denke, dass wir noch Statements haben und dann den, oder? Wenn er es kurz macht. Ich finde, sagen vielleicht zu dem ersten Aspekt, weil der scheint mir schon ein ganz zentraler zu sein für dieses Podium auch, ist, dass Edward Snowden, das ist vielleicht auch das sozusagen eins der Kriterien, die Edward Snowden jetzt von diesen anderen Protestformen oder Formen zivilen Ungehorsams unterscheidet, ist tatsächlich, das ist sehr individuell. Es ist eben anders als im Gezi-Park, das, was Sie berichtet haben, und diese Protestdinner, sag ich mal, irgendwie, die sich dann in der Folge entwickelt haben, gerade als kollektive Form der Grenzüberschreitung. Das haben wir sozusagen in diesen anderen Phänomenen, die ich beschrieben habe, auch. Und Edward Snowden ist sozusagen mehr oder weniger für sich, steht für oder stand zumindest, als er sich irgendwie diese Entscheidung hatte, ganz alleine sozusagen irgendwie mit der Aufgabe konfrontiert, wie gehe ich damit um, dass das, was ich hier tagtäglich sehe, grundlegende Verfassungsrechte in den USA und internationale Rechte verletzt. Und er musste ganz allein für sich da eine Entscheidung treffen. Und es ist jetzt vielleicht unsere Aufgabe eben, das Ganze in dem Sinne zu kollektivieren. Und noch ein zweiter Gedanke, weil Sie gesagt hatten, mit den Gegenstrategien, ich glaube, es ist schon auch das, was Edward Snowden im Prinzip ins Bewusstsein gebracht hat, ist, dass die staatliche Repression heute irgendwie in vielen Teilen anders läuft. Sie läuft nämlich eben auch über beispielsweise Screenings im Internet ab, wo sozusagen die reinen Metadaten, das heißt die Daten, die wir versenden, wenn wir eine SMS schicken, gar nicht der Inhalt als solches, dass das ein ganz wichtiger Fundus ist für staatliche Organe. Beispielsweise kennen wir das irgendwie aus Regime wie dem Bahrain, wo sozusagen solche Metadaten genutzt werden, um gegen politische Oppositionelle wieder vorzugehen. Und ich glaube, an der Stelle sind wir sozusagen jetzt irgendwie in den Diskussionen, was bedeutet das sozusagen für unsere Kommunikation, für politische Organisierung und was für Schritte sind erforderlich, sei es künstlerisch, sei es politisch, aktivistisch, politisch, um mit diesem Phänomen, was sozusagen als solches nicht neu ist, aber jetzt sozusagen auf der Tagesordnung steht, umzugehen. So als die Aktion von, ist glaube ich ganz wichtig, dass hier jemand ganz alleine, nehme ich mal an, oder im kleinsten Kreis entschieden hat, ich mache das jetzt. Ich nehme alles auf mich und gehe raus und sage der Welt, was los ist, und es ist so schlagartig klar, im höchsten Maße demokratiegefährdend. Es wurde schlagartig klar, dass die Krake Stasi ein niedliches Tierchen wohl war gegenüber dem, was da weltweit ist. Und fand das wieder ganz schön, dass das Handy der Kanzlerin angezapft wurde. ne? Also was das nochmal so verdeutlicht, welcher Blödsinn auch dahinter ist, welche Anmaßung dahinter steht. Und wie kriegt man das wieder in die Flasche zurück oder in die Zahnputztour? Das wird die große Frage sein. Und auch so eine Aktion, wie das in der Bundesrepublik war, in den späten 80ern, ich will meine Akte sehen. Ne? Dann auch die Mauer ist gefallen, die Revolution der DDR kam voran, ich will meine Akte haben, was also die Stasi-Aufklärungsbehörde sozusagen geboren hatte. Und auch das war ja auch ein Kampf, sie zu behaupten und überhaupt zu kriegen. Das ist heute gerade gar nicht mehr möglich. Ich kann meine Daten nicht mehr zurückhaben, weil was im Netz ist, ist im Netz. Ich will es mal da auch nicht einsehen, dass ja, wir sozusagen ne? das, was schon über Sie alles vorliegt irgendwo. Also wie gesagt, die Stasi-Krake waren ein süßes Tierchen im Vergleich zu dem, was jetzt möglich wird. Ich will es dabei belassen und eins weitergehen an Kanan Bayran. Der Marsch, der also Stopp. Wir haben, das ist nicht neu, seit es Menschen miteinander umgehen, seit Hunderten und Tausenden von Jahren gibt es diese Bewegung. Aus Gründen gehen Leute immer weg und gehen irgendwo hin. Integrieren, Völkerwanderung, wie man das alles nennt, waren alle Gründe, die dahinter waren. Heutzutage gehen Flüchtlinge aus allen möglichen Gründen verlassen, müssen ihre Heimat verlassen, verlassen sie. Das sind politische, das sind sexuelle, das sind rassistische Gründe, das sind auch ökonomische, auch das ist bitte gleich, wenn man nicht religiös denkt, dann hat man eben nur dieses eine Leben zur Verfügung und es soll einigermaßen vernünftig bestritten werden und auch menschenwürdig geschehen. Und wir haben ja das eine Foto gesehen im Filmausschnitt Lampedusa, Berlin. Ne? Also diese europäische Grenzorganisation Frontex darf neuerdings auch
Leben retten und nicht nur Flüchtlinge, die wie auch immer über das Mittelmeer kommen, abdrängen, sondern sie dürfen neuerdings auch retten. Das ist also, ist das schon ein Gewinn? Ich finde es fast zynisch, aber immerhin dürfen sie das jetzt. So, dann kommen diese Flüchtlinge und kommen hier an und sind in den Auffanglagern und werden betreut. Sie werden betreut, es passiert ihnen auch nichts. Die Verfahren dauern alle unendlich lange. Das demoralisiert, das frustriert, das und so weiter. Wir kennen das alles. Und das war auch so ein Punkt, wo es Leuten gereicht haben. Und das ist ja geradezu biblisch, der Marsch der Flüchtlinge auf Berlin mit all den Dingen, die dann folgten. Hungerstreik, die Besetzung des Oranienplatzes, wo mitten eine in dem Fall Berliner, also deutsche Gesellschaft, die ganz gut aussieht und funktioniert, ein Störfaktor drin war. Ne? Also ein Fleck, der nicht hübsch war, der nicht schön war und darüber deutlich wurde, hier ist ein Problem, was nicht gelöst ist, bis hin zu Schulbesetzung und so weiter. Wir hören ganz einfach Kanan Beyran. Ja. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch, dass ich in so einer Runde mal berichten darf, denn das, was den Oranienplatz ausgemacht hat oder was für die Menschen eigentlich auch so besonders wichtig war, war eben gesehen zu werden, gehört zu werden, in Kontakt zu treten mit Ihnen, mit mir, mit Menschen hier in Berlin. Und das Entscheidende, was Sie auch gesagt haben, dass Frontex auf einmal Leben retten darf, das ist eben dem Umstand geschuldet, dass die Menschen auch als Menschen dann wahrgenommen werden und dass wir eigentlich Menschen nicht ertrinken lassen und dass wir eigentlich Menschen nicht so behandeln sollten, wie wir die Menschen in den Flüchtlingsunterkünften, in den Ausländerbehörden, durch die Polizei und leider manchmal auch durch die Nachbarschaft behandelt wissen. Der Marsch entstand aus Verzweiflung, aus Not von Menschen, die in Würzburg protestiert haben. Die haben protestiert gegen die Einschränkung ihrer Freiheit, das Recht, sich außerhalb eines Landkreises zu bewegen. Sie haben protestiert gegen das Prinzip, dass sie nicht die Freiheit haben, sich auszusuchen, was sie essen, trinken oder wie sie sich anziehen, wegen des Sachleistungsprinzips, dass man nicht Geld bekommt, oder wegen des Gutscheinprinzips, in dem man schon in dem Laden stigmatisiert ist als einer, der jedenfalls nicht dazugehört. Dann ging es weiter mit der Situation der Gesundheitsversorgung. Als Asylbewerberin oder als Asylbewerber haben Sie keine volle Unterstützung, wenn es darum geht, medizinische Versorgung zu erhalten. Vor kurzem hat der Ärztetag in Düsseldorf beschlossen, dass die ändern muss, weil selbst die Ärzte unter dieser Regelung leiden. Dann war die Situation die, auch wieder sehr viele junge Menschen, die sich diesem Marsch und diesem Protest angeschlossen haben, die mir erzählten, weißt du, ich kam in dieses Heim und dann sah ich jemanden, der war schon 5 Jahre da. Ich hatte kein Leuchten in den Augen mehr von diesem Menschen gesehen und ich habe gedacht, dafür bin ich nicht weggelaufen, da wo ich weggegangen bin. Und so habe ich mir Deutschland nicht vorgestellt. Also bin ich auf die Suche gegangen nach dem Deutschland, weswegen ich gekommen bin. Und das ist ein sehr schönes Bild von Deutschland, ein hoffnungsvolles, in dem es eben Chancen gibt für junge Menschen, ein reiches Land, in dem es Bildung gibt und in dem es ein besseres Leben gibt, als das, das man ja gezwungen war, zu verlassen. Und der zivile Ungehorsam der Menschen bestand dann darin, während dieses Protestes nach Berlin die Idee war, in die Hauptstadt zu kommen und alle erstmal darüber zu informieren, wie diese Menschen da in diesen bayerischen Heimen leben müssen. Und die Idee war eben auf dem Weg schon klar zu machen, wir sind Menschen, keine Flüchtlinge, nehmt uns wahr, seht uns und nehmt uns ernst. Und auf diesem Marsch haben sie erstmal gegen die Residenzpflicht verstoßen. Diese Pflicht besagt, dass eben ein Mensch einen bestimmten Landkreis nicht verlassen darf, solange er in einem Status ist, entweder Aufenthaltsgestattung oder Duldungsstatus. Und das ist eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit, wo man eine Verlassenserlaubnis einer deutschen Ausländerbehörde bekommt, um vielleicht mal jemanden zu besuchen oder auch sich einen Anwalt aus einem anderen Landkreis zu organisieren.
diesen Fußmarsch, den die tatsächlich über sehr langen Zeitraum dann bewältigt haben, haben sie natürlich auch genutzt, um sich auszutauschen. Gleichzeitig entstand eine Kampagne oder eine Bewegung Break Isolation, das heißt so viel die Isolation der Menschen in diesen Heimen, diesen Flüchtlingsheimen, die sie selbst als Lager bezeichnen, weil die sagen, da bewahrt man Menschen auf, das ist kein Ort, an dem wir wohnen und leben, sondern wir werden dort nur aufbewahrt, bis der Staat entschieden hat, ob wir bleiben dürfen oder gehen müssen. Jedenfalls diese Idee Break Isolation, die wurde insoweit praktiziert, dass während des Marsches in den Flüchtlingsheimen in der Umgebung die Menschen dorthin gegangen sind und gesagt haben, du bist ein Mensch, du hast Rechte, du kannst dich gegen diese Art und Weise, wie du vom deutschen Asylsystem und vom deutschen Asylrecht behandelt wirst, kannst du dich wehren. Schließ dich uns an, lass uns nach Berlin gehen und dort die Situation vortragen und eine Verbesserung erreichen. Und tatsächlich war es dann so, dass hier in Berlin schon der Empfang vorbereitet wurde und dass eben gesucht wurde nach einem Ort, in dem demonstriert werden kann, damit die politisch Verantwortlichen dann kommen und mit den Menschen darüber reden. Und da steht halt teilweise schon auch dahinter, dass das nicht unüblich ist, dass politisch Verantwortliche auf einem Dorfplatz oder auf einem städtischen Platz kommen und man darüber redet, wieso ist das so und wie kann das besser werden. Das war jedenfalls die Erwartung der Menschen. Dann wurde der Oranienplatz definiert als ein Ort des Protestes, in dem das gelingen könnte. Das lag natürlich auch daran, dass der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sich mit den Forderungen der Flüchtlinge solidarisiert hat und gesagt hat, wir finden das richtig und wir sind schon lange der Ansicht, dass sich im deutschen Asylrecht was zum Besseren hinwenden muss. Und so war es dann halt sozusagen der Realität geschuldet, dass die Menschen kamen und dort auf dem Platz erstmal bleiben mussten. Und eigentlich wären sie vielleicht auch gerne früher woanders hingegangen, nämlich in Wohnungen, wenn die politischen Verantwortlichen früher mit ihnen geredet haben. Aber es dauerte und es dauerte und es kamen keine, die letztlich da eine Entscheidung mit beeinflussen konnten oder treffen wollten. Und manche kamen tatsächlich hin und haben gesagt, was, ihr wollt das deutsche Asylrecht retten? Na, da könnt ihr euch aber viel Zeit nehmen. Das dauert lange, denn das ist so diffizil. Da gibt es das europäische Recht, dann gibt es die Landesregelung und Umsetzung, dann gibt es das Bundesrecht und jedenfalls alles sehr kompliziert. Und der Bezirk, der hat da schon mal gar nichts mit zu melden und hat da gar nichts zu sagen. Dann haben die Menschen sich dort eingerichtet, weil es dann eben so ist auf dem Oranienplatz, dass die Witterung, das war halt im Oktober, so war, dass man da nicht den ganzen Tag so auf dem Platz bleiben konnte. Und das hat dann dazu geführt, dass sobald der Winter kam und es kälter wurde, die Menschen wieder vor der Not standen. Wie geht es jetzt weiter und wie gehen wir damit um? Und dann hatten sie eben gehört, dass es ein leerstehendes Gebäude in Kreuzberg gibt und haben die Schule, die ehemalige Gerhard-Hauptmann-Schule, besetzt. Und zunächst war es eine relativ kleine Gruppe, aber es gab dann immer mehr Menschen aus Deutschland, die sich der Bewegung anschließen wollten und die diesen Protest unterstützen wollten. Die Aktionsformen waren dann einmal immer wieder Gespräche, Einladen von politisch Verantwortlichen. Dann hat sich die Gruppe auch noch mal, war sie sich uneins und hat sich getrennt, dass ein Teil am Brandenburger Tor demonstriert hat, ein Teil am Oranienplatz und am Brandenburger Tor war es natürlich wirklich im Herzen von Berlin eigentlich einen Platz, in dem sich Berlin von seiner schönsten Seite zeigen will. Und dort waren dann auf einmal Flüchtlinge, die dann im Hungerstreik waren. Und ich fand das besonders spannend, als dann später das Gespräch mit der Kanzleramtsministerin Böhmer war, dass ein iranischer Flüchtling zu der Ministerin sagte, ihr habt so eine schöne Stadt, Berlin ist so eine schöne Stadt und dieser Platz, dieser Pariser Platz ist so ein schöner Platz. Wir wollen auch, dass der schön bleibt. Wir wollen den nicht zustellen mit unseren Säcken, wo unser ganzes Hab und Gut drin ist. Wir wollen mit euch gemeinsam diesen schönen Platz genießen. Und das Einzige, was ihr tun müsst, ist uns
zu unterstützen, uns als Menschen wahrzunehmen und uns unsere Rechte zu geben, die uns eben deswegen nicht gegeben werden, weil wir nicht als Bürger anerkannt werden, nicht als Teil der Gesellschaft anerkannt werden. Und tatsächlich hat sich dann auch der eine oder andere in der Bundesregierung dafür eingesetzt, in der Landesregierung dafür eingesetzt, aber das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das Bundesinnenministerium und andere Ausländerbehörden haben da vieles unmöglich gemacht, sodass der Protest immer weiter ging. Und in der Nachbarschaft mitten in Kreuzberg im Oranienplatz gab es natürlich auch Konflikte, sowohl der Flüchtlinge untereinander als auch mit anderen. Und das Internet hat bei dieser Protestform auch eine große Rolle gespielt, weil wir dort eben auch relativ viel Solidarisierung über Twitter und Facebook erhalten haben, weil Menschen teilweise erst dann ins Bewusstsein gekommen ist, wenn sie sich gefragt haben, warum lebt dieser Mensch hier unter diesen Bedingungen, ohne Toilette, ohne jeglichen Schutz vor Angriffen. Dann wurde irgendwie, jedenfalls für mich, immer deutlich, und ich habe das auch immer gesagt, diese Schwierigkeit, die ständige Auseinandersetzung mit Polizei, mit Behörden, auch mit Angriffen rassistischen, die spiegelt im Prinzip auf einer kleinen Fläche das wider, was tausend, millionenfach überall in Deutschland geschieht, wo der Einzelne das dann aber alleine erduldet und dann letztlich dem ausgesetzt ist. Und es gibt Studien über Hospitalismus, Depressionen, insbesondere durch diese Situation, im Lager leben zu müssen, keine Arbeitserlaubnis zu haben, nicht sich frei bewegen zu dürfen. Daher haben die Flüchtlinge diese Forderungen aufgestellt: Residenzpflicht aufheben, Freiheit, sich in Deutschland zu bewegen. Die weitere Forderung: Arbeitsverbote aufheben, das Recht zu arbeiten, wozu aber auch gehört, zu studieren und sich weiterzubilden. Dann Schluss und Ende von Deportation oder Abschiebung. Da geht es eben darum, dass gerade wenn man sich hier eingelebt hat und irgendwie Fuß gefasst hat und für sich eine Lebensperspektive sieht, irgendeine gesetzliche Regelung dazu führt, dass man wieder verbracht wird in ein Land, das einem fremd ist und aus dem man entweder weggegangen ist oder in das man auch wegen Lebensgefahr gar nicht mehr zurückgehen kann. Und eine weitere Forderung ist natürlich, Dublin II abzuschaffen, denn wir haben eine große Gruppe von Menschen, die nach der Dublin-II-Regelung in anderen europäischen Ländern leben müssten, die das eben so auch nicht wollen. Und ein wesentlicher Aspekt für dieses Zusammenleben, der jetzt akut auch gerade diskutiert wird in seinem Bedrohtsein, war eben, dass diese Gemeinschaft vor Abschiebungen schützt. Dass es halt hieß, wenn du keinen Status mehr hast, wenn du deinen Pass weggeworfen hast, wenn du mit uns zusammenlebst, dann bist du ein bisschen geschützt. Und jetzt wird man sich fragen, wie kann man denn auf dem Oranienplatz geschützt sein? Spannend war, dass viele Politiker gesagt haben, wir wollen diesen Platz nicht mit Gewalt räumen, denn das gibt Bilder über Berlin, die wir in der Welt nicht wieder senden möchten. Wir möchten nicht, dass hier afrikanische Flüchtlinge von der Polizei brutal von diesem Platz geräumt werden. Und das war sozusagen der Anteil, den die Flüchtlinge hatten, um mit dem Senat zu verhandeln. Die Verhandlungen wurden dann abgeschlossen. Es gab eine schriftliche Vereinbarung, die von Teilen der Flüchtlinge akzeptiert wurde, von Teilen nicht. Und morgen soll einer von diesen Menschen, die auf dieser Liste der Vereinbarung stehen, aus Sachsen-Anhalt nach Italien abgeschoben werden. Daher stellt sich heute die Frage: Hat der Senat das bewusst gemacht? Hat er die Leute bewusst getäuscht, um den zivilen Ungehorsam zu brechen? Wurden die Menschen ausgetrickst? Waren sie vielleicht tatsächlich schwach genug, erstmal für eine Unterkunft, für ein kleines Taschengeld, all ihre Rechte und Kämpfe, die sie da auf den Weg gebracht hatten, aufzugeben? So war dann auch der Konflikt untereinander. Sie haben bei den Fotos eine Szene gesehen, wo auf dem O-Platz gekämpft wird. Die einen, die Zelte abreißen wollten, damit sie endlich ihre Verfahren bekommen, umziehen können in eine Unterkunft und Taschengeld bekommen. Und die anderen, die gesagt haben,
Warum macht ihr das, Brüder? Das wird euch nicht gegeben. Ihr werdet getäuscht. Wenn unser Kampf hier zu Ende ist, verlieren wir alle unsere Rechte. Und eine lange Diskussion, der eine Bruder zerschlägt dem anderen, das zählt nicht, hat dann aber am Ende dazu geführt, dass die Gruppe derjenigen, die endlich Leistungen vom Staat wollte und eine Lebensperspektive für sich, den anderen die Grundlage für den Protest genommen hat. Und diese Wunden, diese Verletzungen aus dieser Auseinandersetzung, die halten noch an. Der aktuelle Stand vielleicht noch mal kurz ist, die Leute sind 326 untergebracht und bekommen Taschengeld. Das war ein Paragraph. Nee, 326 Menschen. Aha. Genau. Und 200 Menschen in der besetzten Schule sind bislang immer noch nicht versorgt, weder mit einer Unterkunft noch mit Unterstützung. Und da schiebt sich im Moment der eine Teil des Senats dem anderen die Verantwortung zu. Das heißt, da haben wir noch nicht mal eine Antwort. Ja, das wirft viele, viele Fragen auf in Bezug auf das, was wir vorher diskutiert haben, weil die Grenze, die Frontex schützen soll, eben auch in Berlin ist. Also das ist ja nur eine Verschiebung dieser Grenze. Also die einen müssen über die Zäune dort unten oder über das Mittelmeer irgendwie diesen europäischen Boden erreichen. Das zeigt, wie diese Wirklichkeit der westlichen Demokratien sich natürlich auch schützen muss, wie eine Wirklichkeit da behauptet wird, in die eine andere Wirklichkeit einbricht und wo zivile Rechte oder Menschenrechte eingefordert werden, die aber da nicht zugestanden werden. Ich glaube, das ist ein Punkt, der Westeuropa so lange unheilbar berühren wird, bis da eine andere Lösung da ist, bis dieses Gefälle oder bis diese Ungerechtigkeit in der Konstruktion aufgelöst wird. Und die Frage, die eigentlich bleibt, ist, wo ist der zivile Ungehorsam auf unserer Seite? Darauf würde ich dann noch kommen wollen, unbedingt. Da müssen wir landen, da müssen wir hin. Ich würde jetzt aber gerne, um die Statements abzuschließen, von Berlin weg in die Ukraine springen. Wir wissen, wir sind eigentlich ziemlich informiert. Es gibt den Maidan, die Maidan-Bewegung über ein Jahr. Wir haben es gesehen, den Pianospieler, der zu einem Symbol der ukrainischen Revolution wurde, falls man Revolution sagen kann. Da gab es ja doch tolle Ergebnisse. Die Regierung Janukowitsch ist hinweggefegt worden, aber es gab eben auch viele Tote. Und ich war im April das letzte Mal in Kiew gewesen und war auf dem Maidan und es waren immer noch viele Leute da und immer noch die ganze Architektur, das heißt die Autoreifen aufgetürmt, das Haus, was angezündet war, man sah immer noch die Brandflecken, man sah die, erinnert an die vielen über 100 Toten, die Schilder, eine Kirche war schon schnell hingezimmert worden, es ging auch schon Merchandising los, also romantisierter Revolutionskitsch oder wie auch immer, würde ich mal sagen. Und was mir auch nochmal deutlich wurde, es war ein Kessel. Also wer da reinging, auf den Maidan ging, auf den Platz, musste sich klar werden, womöglich komme ich hier nicht raus, weil die ganzen Höhen waren natürlich nicht von Demonstranten besetzt, sondern da war die Regierung, die Polizei und wer auch immer. Und wenn das jetzt nicht furchtbar klingt und zynisch, es sind eben, wenn man diese Topografie sieht, nur 114 Menschen erschossen wurden. Es hätte noch viel, viel schlimmer sein können. Das nur von der Topografie des Ortes. Aber Sergej Jadan, du kommst ja aus der Ostukraine und die Sachen laufen da ganz anders, sind ganz anders gelaufen. Du warst sehr tätig, auch für den Maidan in Kharkiv, hast da gekämpft, warst da und ihr habt mit Bands gearbeitet, ihr habt Gedichte gemacht. Graffiti spielt eine große Rolle wieder. Text als Graffiti spielt eine große Rolle. Und wir zeigen jetzt hier diesen Piano-Player. Ist das nicht ganz einfach falsch verstandene Romantik, die immer auch zu einer Revolution gehört? Das heißt, was ist deine Erfahrung mit dem zivilen Ungehorsam und wie weit war er zivil als Ungehorsam möglich und wann kippte das Ganze? Mhm.
Насправді дуже добре, що ти згадав шини і згадав архітектуру Майдану, тому що, на моє переконання, символом української революції є все-таки не цей піаніст, а шини, які горять, які палають. Ja, vielen Dank, dass du dich an die Reifen von Maidan, an die Topografie und Architektur von Maidan erinnert hast. Meiner Meinung nach avancierte nicht dieser Piano-Spieler zum Symbol des Maidan, sondern eben diese Reifen. Тому що, за великим рахунком, все-таки ця українська революція – це не була революція романтиків, а все-таки це була революція бійців. Im Großen und Ganzen war das keine Revolution der Romantiken in der Ukraine, sondern eine Revolution der Kämpfer. І, власне, який з цього можна зробити великий висновок і якийсь глобальний урок? Те, що великою мірою характер громадського протесту, громадського спротиву диктується характером самої системи, цієї державної машини. Und das, was man... Woraus man eine große Schlussfolgerung machen kann, woraus man Lektüre ziehen kann, dass der Charakter eines zivilen Ungehorsams vom Staat, von dieser staatlichen Maschinerie diktiert wird. Тому що, безперечно, події в Києві і в інших містах України починалися як мирний громадський спротив, як великий культурницький спротив. Там була значно дуже важлива мистецька складова. Die Ereignisse auf dem Maidan in Kiew, aber auch nicht in Kiew, sondern in ganz vielen Städten der Ukraine, haben angefangen als kultureller Widerstand und da spielte die Kunst eine wichtige Rolle. І я думаю, саме там був присутній цей романтичний, ідеалістичний якийсь момент, коли люди, виходячи на вулиці, думали, якщо нас так багато, якщо нас виходить мільйон, держава не має права нас ігнорувати. Und gerade in dem Moment gab es einige romantische oder gab es eine romantische Komponente in dieser Revolution, wenn die Menschen auf die Straßen gegangen sind und friedlich protestiert haben und gedacht haben, der Staat kann uns einfach schlicht nicht ignorieren. Weil wir Millionen sind, wir sind viele. А натомість держава ігнорувала ці мільйони, держава просто робила вигляд, що вона не помічає цей спротив, або більше того, вона намагалася цей спротив подавити. Und der Staat hat einfach diesen Widerstand ignoriert oder hat zumindest den Eindruck gemacht, dass da überhaupt nichts stattfindet, dass es diesen Widerstand nicht gibt oder schlimmer noch hat versucht, diesen Widerstand zu brechen. І, власне, пресинг з боку держави посилював радикальність дій з боку протестувальників. Und der staatliche Druck vergrößerte auch die Radikalität der Kämpfer, der Protestierenden. І в якийсь момент просто стало помітно, що в всьому цьому протистоянні місця якимось мистецьким акціям, мистецькій складовій просто немає. Und in einem Moment war plötzlich klar, dass es keinen Platz gibt in diesem Widerstand für künstlerische Aktionen, für eine künstlerische Komponente. Тому що стало зрозуміло, що життя вже йде не про мова йде не про життя і смерть ідеологій, а про життя і смерть живих людей. Weil es plötzlich klar war, dass es nicht um den Tod und das Leben von Ideologien geht, sondern um das Leben und den Tod von echten, lebendigen Menschen. Безперечно, ця революція могла закінчитися цілком інакше, без насильства, без смертей і без цього кривавого продовження, яке й досі триває. Natürlich konnte diese Revolution auch so enden, ohne Gewalt, ohne Blut und ohne blutige Ereignisse, die eigentlich bis heute noch andauern. Але, як відомо, історія не має умовного способу. Ми, на превеликий жаль, не можемо деякі речі в минулому змінити. Aber wie es bekannt ist, hat die Geschichte keinen Konjunktiv und wir können einige Ereignisse nicht in der Vergangenheit verändern. Натомість ми завжди можемо вчитися на своєму минулому і на своїй історії. Wir können aber aus der Vergangenheit und aus der Geschichte lernen. І, власне, один із уроків, один із висновків української революції мені здається в тому, що, власне, говорячи про цивільний спротив, мирний спротив, ми завжди повинні розуміти, що тут присутній цей моральний вибір. Und eine der Lektionen, die wir aus dieser Revolution ziehen können und eine der Schlussfolgerungen, die wir machen sollten, aus den Revolutionen ist, dass hier die
die moralische Wahl anwesend ist, ja? Dass die moralische Wahl dem immanent ist. Тобто питання можна сформулювати так: борячись проти несправедливості держави, проти несправедливої незаконної системи, чи маєш ти сам моральне право переступати закон? Und die Frage lautet so: Hast du das Recht, das Recht, das Gesetz zu brechen, indem du gegen das gegen den Staat kämpfst? Якщо ти переступаєш закон, ти маєш розуміти, що власне твої дії, твоя поведінка може мати дуже несподіване відлуння, дуже несподівану зворотню реакцію. Und wenn du das Gesetz brichst, sollst du dir dessen bewusst sein, dass dieser Schritt eine unerwartete Reaktion auslösen kann. Тому що, скажімо, сьогодні в Україні противники української революції, прихильники ось цього так званого східного сепаратизму, вони дуже часто оперують саме цим аргументом. Ви свого часу в Києві на Майдані порушили законність. Weil das, was heute in der Ukraine passiert und womit eigentlich diese Separatisten und diese Separatistenbewegung argumentiert, ist, sie selbst auf Maidan in Kiew haben die Grenze überschritten, haben das Gesetz gebrochen. Відповідно, ми, сепаратисти, теж маємо право порушувати закон. Dementsprechend können wir auch als Separatisten dieses Gesetz brechen. При цьому на Сході вони навіть не намагалися пройти цей період мирного протистояння. Wir müssen noch das bedenken, dass im Osten der Ukraine haben sie sich nicht mal bemüht, diese Phase des friedlichen Protests zu durchlaufen. Тобто там відразу бралися в руки спочатку холодна, а потім вогнепальна зброя. Und sie haben sofort zu den Waffen gegriffen. І фактично ми стали свідками цієї дивної, дуже і надзвичайно трагічної трансформації, коли із громадянського протистояння і із антисистемного протистояння, із протистояння частини суспільства державі, вірніше, навіть не державі, а керівництву держави, конфлікт перетворився в громадянське протистояння. Und wir sind jetzt mit der Situation konfrontiert, wo der zivile Ungehorsam, der Widerstand eines Bürgers gegen die Regierung, gegen den Staat, sich transformierte in einen Widerstand der in einen Widerstand zwischen unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft. І, звичайно, тут можна знайти безліч причин, і інформаційна війна, і втручання третьої сили, іноземне втручання, але так чи інакше ми зараз опинилися сам на сам із надзвичайно драматичною, трагічною реальністю, коли між собою ворогують частини одного суспільства. Und wir können natürlich ganz unterschiedliche Gründe dafür finden, warum die Situation jetzt so ist. Das kann sein, dass es dem Informationskrieg geschuldet, dem Eingreifen eines Dritten, eines anderen Staates und so weiter. Aber jetzt befinden wir uns in der Situation, wo die Teile der Gesellschaft gegeneinander kämpfen. Und das ist eine sehr dramatische und traurige Lage dort. І, власне, це теж один із цього можна робити певні висновки, що громадянський спротив, ненасильницький спротив є надзвичайно складним і часто непередбачуваним процесом, який дуже важко запустити, але потім надзвичайно складно зупинити. Und daraus müssen wir lernen, dass der zivile Ungehorsam, dass der Prozess dieses zivilen Ungehorsams ein Prozess ist, den man relativ leicht anfangen kann, der aber ziemlich schwer zu halten ist. І тут так само присутнє питання відповідальності. Відповідальності політиків, відповідальності активістів, які беруть в цьому участь, а потім в якийсь момент просто не мають можливості впливати на цей процес. Und darin stellt sich auch die Frage nach der Verantwortung der Politiker und der Aktivisten, die diese Verantwortung in einer bestimmten Zeit übernehmen, aber dann weiter nicht mehr ausüben können. Я, скажімо, цілком чітко бачу, що в ситуації на сході України ніхто із тих людей, які починали сепаратистські виступи, великою мірою вже не впливає на цю ситуацію. Und ich sehe, die Situation in der Ostukraine hat sich dahin entwickelt, dass die Menschen, die sich für separatistische Bewegung
erklärt haben, die das unterstützt haben, nicht mehr das Ende sehen. Sie können diese Situation nicht mehr beeinflussen. Я знову ж таки не хочу вдаватися до оцінок однієї чи іншої сторони. Я скоріше намагаюся констатувати очевидне, що сьогодні в країні присутній надзвичайно кривавий драматичний конфлікт, який так чи інакше потрібно вирішувати. Und ich möchte weder die eine noch die andere Seite bewerten. Ich möchte nur feststellen, dass in der Ukraine jetzt ein dramatischer Konflikt stattfindet, der nach einer Lösung, der eine Lösung braucht. А для того, щоб його вирішити, очевидно, обом сторонам, я наголошую обом, з обох боків потрібно принаймні згадати і зрозуміти, з чого починалися ці громадянські спротиви, з чого починалися виступи. Und diesen Konflikt lösen zu können, muss man beide Seiten, ich betone, beide Seiten müssen verstehen, müssen sich daran erinnern, woraus diese Proteste hervorgegangen sind, wo sie angefangen haben. Тому що за великим рахунком, як це парадоксально не звучить, я переконаний, що в багатьох моментах позиції цих от двох сторін, які сьогодні протистоять одна одній, вони збігаються. Und wie es ist nicht so, es klingt ganz paradox, was ich jetzt sage, aber ich denke, dass die Positionen dieser beiden Seiten sich in vielen Sachen oder in vieler Hinsicht sich überschneiden. Ja, herzlichen Dank. Ich würde jetzt gerne auch in Anbetracht der Zeit ein bisschen mal teilen. Ich würde jetzt eine Frage stellen, die ein bisschen in die künstlerische Richtung geht und dann unbedingt noch die Frage, die in die juristische, staatstragende oder auch immer Richtung geht. Wir haben, glaube ich, gesehen, dass, und die Erfahrungen decken sich ja mit den eigenen, dass es nicht nur reicht, dass man eingreift, versucht einzugreifen in ein gesellschaftliches Räderwerk, sondern es geht darum, und das ist dann der zivile Ungehorsam, reinzugreifen, also richtig reinzugreifen und mitzutun. Meine Frage, wenn man jetzt in Richtung Kunst und künstlerische Aktion denkt, und was kann die Kunst da leisten? Für meine Begriffe reiben sich Kunst und Wirklichkeit an der Stelle ganz, ganz heftig, ist die Frage nach der Fantasie und nach der Form. Nach den Formen der zivilen Ungehorsams in Künstler, gar nicht mehr künstlich, sondern also die querstehen zu dem, was der Staat vorgibt. Also wir sahen diese Wand der Polizisten und da stellt sich jemand hin und schlägt ein Buch auf und liest. Völlig absurd, nicht? Der Marsch der Flüchtlinge von einem Flüchtlingsheim zum anderen kommt mit auf Berlin. Völlig absurd, weil man denkt, man will da was ändern. Ich frage ganz einfach nach der Rolle der Fantasie bei der Erfindung von Formen für einen Widerstand, den man als zivil bezeichnen kann. Gerne. Darf ich dazu was sagen? Okay. Also die Demonstranten wurden auseinandergetrieben, sie durften sich nicht mehr versammeln auf dem Taxiplatz und irgendwann, also wir haben ja permanent das Internet irgendwie gecheckt und durchsucht und plötzlich, irgendwann abends spät, sehe ich irgend so einen Mann, der mitten auf dem Taxiplatz steht. Sie dürfen dort nicht mehr sitzen, sie dürfen da auch nicht irgendwie zu dritt, viert, fünft stehen, aber einer steht und guckt sich das Atatürk-Kulturzentrum an. Und auf einmal geht's los um die ganze Welt, also da wieder das Internet. Auf einmal finde ich jemanden, der in Pisa steht, der in Berlin steht, irgendwie in Brasilien, also die ganze Welt stand auf einmal und weil sie das so, also auch mich hat es wirklich, also er selbst war auch Performance-Künstler und hat sich einfach überlegt, okay, was kann ich machen? Ich darf mich anscheinend nicht mehr versammeln, aber ich kann stehen, dagegen kann ja keiner was sagen. Und so stand er einfach nur und hat es erst dann abgebrochen, als dann wirklich die Polizei war völlig überfordert. Die wussten nicht, was sie machen sollten. Also sie konnten nicht mehr nichts anlasten. So. Und dann fingen mehrere Leute an zu stehen und dann haben sie das irgendwie doch, und er hat es auch abgebrochen, weil er auch nicht wollte, dass andere zu Schaden kommen. Aber er war so vorbereitet, also er hat es, ne? Er hätte da ein paar Tage einfach nur gestanden. Ja, es bedarf ja nicht unbedingt immer der großen Form, um aufmerksam zu bereiten. Heute, vor 25 Jahren, fand in Leipzig ein Straßenmusikfestival statt. Wenn Sie sagen, Straßenmusik, na und? Ja, Straßenmusik in der DDR war nicht erlaubt. Und die Bürgerrechtler, die politische Lösung, politische Ziele hatten, haben sich überlegt, wie machen wir auf uns aufmerksam, wie führen wir den Staat auch vor in seiner Macht und Ohnmacht zugleich. Und sie haben einfach ein Straßenmusikfestival für Leipzig beantragt. Das ist prompt abgelehnt worden.
sie haben trotzdem sich auf den Platz gestellt und haben Volkslieder gesungen. Haben so lange Volkslieder gesungen, bis der Staat seine Macht ausüben wollte, mit ziemlich brutaler Gewalt die Sänger von der Straße geräumt hat. Das haben andere gesehen. Und das war so eine Art Auftakt auch für das, was dann später gekommen ist im Herbst 89. Man hat als einfacher Passant in Leipzig, der unterwegs war, um einzukaufen, um Eis zu essen, gesehen, wie ein Staat mit Leuten umgeht, die Volkslieder singen, weil sie keine Genehmigung haben. Und da sieht man auch, sagen, wie die Formen sozusagen jetzt eingreifen können, auch wenn sie vordergründig einmal nicht politisch sind. Ich glaube, es gibt auch irgendwie so ein anderes Beispiel, was wir hier, als ich aus Hamburg jetzt auch mitbekommen habe, wo wir Anfang Januar so eine große Diskussion darüber hatten, über Maßnahmen der Polizei, die sich auf weite Teile der westlichen Hamburger Innenstadt erschränkt hatten, wo verdachtslose Kontrollen stattfinden sollten. Und da haben wir im Prinzip so einen ähnlichen Umgang irgendwie damit gehabt, sozusagen nicht die direkte Konfrontation mit der Polizei suchen, das war völlig sinnlos gewesen, sondern irgendwie diese Kontrollen dadurch zu konterkarieren, dass Leute auf die Straße gegangen sind mit Rucksäcken, wohl wissend, dass sie möglicherweise kontrolliert werden und dann beispielsweise Rucksäcke mit dabei hatten, wo sie eine Gurke mit einer Zündschnur oder mit so einer Schnur dran in ihrem Rucksack hatten und daraufhin die Polizei dann diese Maßnahmen da irgendwie gegen diese Leute vorgegangen ist. Und es war einfach nur absurd. Und das Ganze hat dann letztlich darin gegipfelt, in einer Szene, die vielleicht einige von Ihnen auch denn in der Tagesschau oder in den Tagesthemen war es wohl gesehen haben, weil ein Anwohner aus dem Stadtteil hatte halt eine Klobürste sich unter seine Jacke gesteckt und wurde dann martialisch von Polizeibeamten in Helmen an die Wand gestellt und sollte durchsucht werden. Und die Polizei irgendwie fand sozusagen hinter seiner Jacke eine Klobürste und hielt die dann quasi, der Polizist quasi als Trophäe vor sich. Ich habe jetzt hier was wirklich Gefährliches gefunden und es war einfach nur absurd. Und daraus entwickelten sich aber ähnlich, denn wie wir das auch in den Anfangstrailern gesehen haben, das wurde aufgegriffen und von irgendwie Künstlerinnen wiederum verfremdet, dann gab es sozusagen den Yoda aus Krieg der Sterne, der statt einem Lichtschwert dann diese Klobürste in der Hand hatte und es hat sozusagen dann weitere Formen gefunden als Protest gegen diese polizeilichen Maßnahmen, die ich meine auch nicht zuletzt aufgrund dieser vielschichtigen und auf eine Art ironischen oder subversiven Umgangsweisen dann auch dazu geführt hat, dass wenige Tage später diese Maßnahme dann auch wieder eingestellt worden ist. Und ich glaube, das sind sozusagen in dem Bereich bewegt man sich, wenn man über Zivilität von Protestformen spricht. Ich möchte nur mal zwei Aspekte, wenn ich das richtig verstanden habe, von Ihnen aufnehmen. Das eine war, dass Sie gesagt haben, am Anfang waren die Künste sehr wichtig, dass viele Künstler involviert waren in diese Bewegung, dass aber in dem Moment des Konfliktes diese künstlerische Position gar keine Rolle mehr spielte. Das kenne ich auch von vielen Aktivisten in der arabischen Welt auf dem Tahrir, wo sie sagen, natürlich, wir gehen als Künstler hin, aber dort sind wir Aktivisten. Kreativität, das ist alles ein interessanter Bereich, aber da gibt es einen Wendepunkt. Und das andere, was ich unglaublich wichtig finde, ziviler Ungehorsam, wir gehen von so einem positiven Begriff auf, aber er hat ja die Wendung genommen. Und diese Wendung passiert ja überall. Dass, wenn die Salafisten die Rap-Musik der Revolution aufgreifen und der Rap in Tunis ist beherrscht von den Salafisten zurzeit, dann verkehren sich die Instrumente. Das heißt also, diese Ambivalenz, genauso in der Verwendung des Internets, die muss man sich einfach bewusst machen. Und das schafft diese Pattsituationen, in denen dann auch keine Lösungen mehr einfach genannt werden können. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch dass diese Form natürlich nach links, nach rechts verwendet werden können, politisch jetzt gesehen. Und das ist auch, glaube ich, eine der Gefahren, mit denen muss man dann wieder umgehen. Aber ich würde mal eins sagen.
vielleicht läuft es ja in diese Richtung, könnt ihr zustimmen, dass es eigentlich darum geht, wenn der Widerstand zivil bleiben soll und jetzt im ästhetischen Bereich zu Hause ist, dass es eigentlich darum geht, sozusagen einer Farbe die Fehlfarbe zu entwickeln und deutlich zu machen, dass der Staat hier ganz einfach der ist, der der Verursacher ist, dass es der Staat ist, der dann reingreift, zum Beispiel Flüchtlinge, die Mahnwache vor der Gedächtniskirche, ganz einfach das Kirchenrecht auch bricht, Flüchtlinge abtransportiert, dass aus diesem penetrierten und totgeredeten, wir sind die Volksdemokratie hier, ne? Wir sind hier für das Volk, in dem Moment, dass alles kippt, wenn der Volk, das Volk das wirklich mal aufnimmt und sagt, wir sind das Volk und somit ist ein völlig anderer Raum geschaffen und eigentlich der Macht, die eine Farbe hat, eine Fehlfarbe beigegeben. Und das ist eigentlich das große Potenzial, die Möglichkeit eigentlich des zivilen Ungehorsams ist, das trägt nicht weit. Und Sergei Jardin hat da eigenes Leid auch zu berichten. Я просто можу погодитися з тим, що тут ситуація справді доволі амбівалентна. Ich möchte dem zustimmen, dass die Situation ziemlich ambivalent aussieht. Безперечно, коли в Україні починалися виступи по різних містах і насамперед у Києві, вони починалися з гасел демократії, громадянського суспільства, євроінтеграції і боротьби проти корупції, боротьби проти протиправних дій влади. Als die Proteste in der Ukraine angefangen haben, haben sie stattgefunden mit den unter dem Motto für europäische Werte, für gegen Korruption, gegen den Macht, gegen die Macht, gegen die власне, і саме за рахунок цих меседжів, саме за рахунок цих гасел, ці виступи були настільки масовими, були настільки широкими. Und dank diesen Losungen eigentlich, dank diesen Mottosprüchen fand eine zahlreiche Unterstützung, haben wir eine zahlreiche Unterstützung von Protestierenden gesehen. Das waren Massenproteste. Якби від початку були гасла, що давайте вийдемо боротися з поліцією, давайте вийдемо палити коктейлі Молотова, я думаю, що мільйон людей на Хрещатику ніколи б не зібрався. Hätten wir von Anfang an solche Losungen gehabt, wie zum Beispiel, lasst uns doch gegen die Polizei kämpfen oder mit Molotow-Cocktails werfen, denke ich, niemand würde auf Maidan gehen und protestieren. Я все-таки дотримуюсь цієї точки зору, що радикалізація протесту великою мірою була реакцією на провокації з боку влади. Und ich stehe doch auf dem Standpunkt, dass die Reaktion oder die Radikalisierung der Proteste eine Reaktion auf die Macht war. І в цей момент, власне, зародження і поширення цього спротиву, цих демонстрацій, присутність, роль і вплив мистецтва було надзвичайно важливим. Und in diesem Moment, also die Existenz, das Einmischen der Kunst unglaublich und die Rolle der Kunst unglaublich wichtig. Моя теза просто полягає в тому, що не слід перебільшувати роль мистецтва. Und meine These liegt aber darin, dass man die Rolle der Kunst nicht überbewerten sollte. Мистецтво мобілізує, мистецтво наснажує, мистецтво підтримує. Die Kunst inspiriert, die Kunst mobilisiert und die Kunst unterstützt. Але справжні суспільні зміни забезпечують лише два моменти. Aber die echten gesellschaftlichen Veränderungen, für die echten gesellschaftlichen Veränderungen sorgen zwei Sachen, zwei Momente. Перше – це готовність протестувальників іти до кінця, і друге – це готовність політиків іти і домовлятися. Das erste ist die Bereitschaft der Protestierenden zu Ende zu gehen, zu Ende zu stehen. Und das zweite, die Bereitschaft der Politiker zu verhandeln. Das wäre genau der Übergang zum zweiten Teil dieser Frage. Wie muss denn eine, also wenn wir, und da sind wir, glaube ich, einig, dass ziviler Ungehorsam schon etwas Gutes ist, was sehr Produktives sein kann, weil es ganz einfach auf Blindstellen, Fehlfarben einer Gesellschaft aufmerksam macht. Und wenn das positiv aufgefangen wird, kann sich eine Gesellschaft natürlich auch zum Beispiel auf Demonstrierenden zubewegen, weil die ja was zu sagen haben. So ist keine individuelle Aktion ist, aber dann hätte man keine Demonstration. Das heißt, wo viele da sind.
Wie muss eine Gesellschaft beschaffen sein, dass sie zivilen Ungehorsam ermöglicht und nicht nur dieses Teile und Herrsche praktiziert, wie wir es gerade im Fall der Gedächtniskirche ja erlebt haben, ne, wo Demonstranten abtransportiert wurden. Also wie muss eine Gesellschaft beschaffen sein, die im zivilen Ungehorsam ein Kapital für sich auch sieht? Das ist eine juristische Frage, aber es ist natürlich auch eine Frage für jeden Einzelnen. Aber fragen wir mal die juristische Seite ab. Naja, also die... Oder reden wir über die Defizite, kann ja auch sein. Wenn das nein, ich denke sozusagen, ist. Dass ich finde das irgendwie total richtig und eigentlich irgendwie hat er schon die Antwort darauf gegeben, dass die Idee von zivilen Ungehorsam hat einen Appellcharakter irgendwie an die Bevölkerung einerseits, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen und ist zum anderen ein irgendwie Appell an die Politik, bestimmte Phänomene aufzugreifen und ernst zu nehmen, wenn man merkt, da ist der gesellschaftliche Konsens, besteht da nicht mehr. So, das ist, und die Voraussetzung dafür sind halt, dass das System, wenn man das mal jetzt abstrakter bezeichnet, eine gewisse Lernfähigkeit auch hat. Und das sehen wir sozusagen in der Türkei, ist es irgendwie ein Problem, was irgendwie sozusagen die Umsetzung von demokratischen Entwicklungen in bestimmten gesellschaftlichen, politischen Kreisen angeht. Und ich finde, das irgendwie hat er ganz wunderbar beschrieben, dass in dem Moment, wo die eine Seite nicht mehr kommuniziert oder sich weigert, im Prinzip auf diese Missstände oder auf diesen Protest auf eine adäquate Art einzugehen und nur noch militärisch darauf reagiert, führt das irgendwie dann möglicherweise zwangsläufig oder jedenfalls häufig dazu, dass sich irgendwie insgesamt der Konflikt militarisiert und damit auch zu ganz erheblichem Maße entzivilisiert. Ich will nochmal reingehen, um das vielleicht ein bisschen schärfer zu stellen. Aber der zweite Teil dieses Begriffs zivil Ungehorsam heißt ja genau Ungehorsam. Und das heißt ja die Überschreitung rechtlicher Rahmen, rechtlicher Gegebenheiten, also einer Gesetzeslage. Das geht um Dehnung oder auch Überschreitung und das wird ich gerne noch mal hinterfragen. Ja, es geht sozusagen, Widerstand allgemein kann man ja fassen als sozusagen die Bezweifelung oder sozusagen der Kampf gegen die Legalität, gegen die im Namen der Legitimität. Also wir finden bestimmte Rechte vor und befinden uns in einer Pflichtenkollision, weil wir sagen, es gibt andere höherrangige Rechte, die wir über das Recht stellen. Und das ist erstmal ein Konflikt, mit dem man umgehen muss. Und da gibt es jetzt, führt vielleicht ein bisschen zu weit, aber natürlich gibt es auch einen Kampf ums Recht. Also natürlich haben wir uns in den Verfahren wegen der Blockaden irgendwie von Kasernen darum gestritten, ist das Nötigung? Nötigung setzt voraus tatbestandlich, dass ein Handeln verwerflich ist. Was bedeutet verwerflich? Da sind große Generalklauseln, das ist auslegungsfähig. Und da sozusagen haben die ganzen Proteste, die auch in den Gerichtsverfahren fortgesetzt wurden, dazu geführt, dass das Recht sich ein Stück weit demokratisiert hat, indem bestimmte Formen von Protest heutzutage keine Nötigung mehr sind, noch anders als in den 80ern. In den 80ern haben die Innenpolitiker gesagt, Gesetz ist Gesetz, wer das Gesetz bricht, ist ein Straftäter und wird auch als solcher bestraft und kommen uns nicht mit dem zivilen Ungehorsam. Und jetzt, 20 Jahre später, sozusagen stehen wir an der Stelle, an einem anderen Punkt, hören uns dafür aber an, dass irgendwie Innenpolitiker sowohl in Deutschland als auch irgendwie in den USA sagen, Snowden, Gesetzesverbrecher, gehört bestraft und ins Gefängnis, kommen wir nicht mit zivilen Ungehorsam. Da ist der Weg sozusagen für die gesetzliche Veränderung in den USA natürlich noch ein ganz weiter. Da haben wir nämlich auch diese weiten Straftatbestände und im Moment wäre es wahrscheinlich so, dass irgendwie von der Auslegung des US-Rechts das als Straftat auch in den USA angesehen wird und diese ganzen Rechtfertigungsfiguren ziviler Ungehorsam oder in den USA nennt man das Whistleblower Privilege, die greifen sozusagen dann nicht. Da ist sozusagen, wäre erstmal ein Kampf ums Recht erforderlich. Wir hoffen allerdings, dass irgendwie diesen Kampf irgendwie nicht Edward Snowden vor den US-Gerichten austragen muss, sondern dass eben unser aller Protest global in Deutschland, in den USA oder wo auch immer dazu führen kann, dass irgendwie hier Veränderungen auch an der Stelle eintreten. Denn eins ist klar, ein gewisser Schutz vor irgendwie vor unverhältnismäßigen Reaktionen des Staates auf die einzelnen Aktivistinnen, Künstlerinnen, wie auch immer, denen irgendwie können und müssen nur wir gewährleisten. Und das, denke ich, ist in Gezi Park nicht anders als im Maidan.
Thomas, ich weiß nicht, ob wir noch öffnen sollen zum Publikum. Unbedingt. Ja, würdet ihr, weil ihr auch anwaltlich... Ja, ich würde gerne noch mal auch ein weiteres Beispiel dazu geben, also die Residenzpflicht als Verstoß, sich über einen bestimmten Kreis hinaus zu bewegen, haben ja 80% der Protestierenden auf dem Oranienplatz letztlich... ist ja ein Rechtsbruch sogar, ne? Also ist eine Straftat, wenn es wiederholt passiert. Erst Ordnungswidrigkeit, dann Straftat. Aber was ist die Konsequenz? Und da ist es eben für die Leute auch so seltsam gewesen zu sehen, die Konsequenz ist nicht, dass der Staat mit Polizei gegen mich vorgeht, sondern die Konsequenz ist, dass ich einen Strafbefehl bekomme und dass ich dann mit dieser Geldstrafe, die ich nicht bezahlen kann, ins Gefängnis komme. Also das haben wir immer wieder gehabt, dass Leute gesucht wurden, weil sie in Haft genommen wurden. Und dann kam raus, ja, der sitzt in Ersatzfreiheitsstrafe, weil er seinen Strafbefehl wegen der Residenzpflicht nicht zahlen konnte. Und der Ansatz war ja eigentlich von uns Anwälten auch zu sagen, die Residenzpflicht verstößt gegen unsere Demokratierechte und gegen Freiheitsrechte und geht gar nicht. Und sowas darf nicht strafrechtlich bewährt sein. Aber wir haben verschiedene Prozesse gehabt und es gibt auch ein paar Anwaltskollegen, die das ganz intensiv betrieben haben. Nur dieser Effekt, den der Kollege auch beschrieben hat, der hat sich dann eben nicht eingestellt in diesem Umdenken und der gipfelte in diesem Exzess, dass dann der Innensenator des Landes Berlin kurzerhand übers Asylverfahrensgesetz diese Leute, die vor der Kirche demonstrierten, wegen Verstoßes gegen die Residenzpflicht nach Sachsen-Anhalt gekarrt hat und damit sich von mir die Frage gefallen lassen musste, ob denn das Demonstrationsrecht für Flüchtlinge jetzt komplett abgeschafft ist, weil die alle ja gegen die Residenzpflicht verstoßen, wenn sie nach Berlin kommen, demonstrieren zu wollen. Das heißt, selbst diese Maßnahme öffnet wieder Fragen, wo eigentlich der Staat auch in Frage gestellt wird. Das ist für mich so das Entscheidende. Egal wie kreativ oder wie plump eine Aktion ist, der Staat muss darauf eine Antwort finden, die von der gesamten Gesellschaft auch als zumindest vertretbar angesehen wird. Also an der Stelle, und dann öffne ich den Kreis auch, sage ich nochmal ein, habe, welche die alle also Gesetzeslagen haben, Gesellschaften, Fehlfarben unterzulegen und sagen, so sieht's eigentlich aus, also den Dreckfleck zu zeigen, den Dreck unter den Fingern deutlich zu machen. Und damit mit dieser These möchte ich dann mal kurz die Diskussion öffnen. Ist es nicht eigentlich so, dass zivil ungehorsam zu sein eigentlich eine Bürgerpflicht ist? Frage und gebe das Wort an Sie und würde drei Fragen zulassen wollen, weil wir ganz spät, also die Zeit ist dahin. Bettina Hengsten hat das Mikro und reicht es Ihnen. Erste Frage. Das ist jetzt nicht ziviler Ungehorsam, ne, den Sie hier machen, oder? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich hier oben nochmal abschließen wollen auf dem Podium und ganz einmal fragen, jeden Einzelnen ganz schnell zu antworten, was wünscht jeder Einzelne für seinen Kasus, für seinen Bereich, dass die Gesellschaft zivil ungehorsam werde oder sei? Bernd Lindner. Im Osten Deutschlands ist leider der Aufbruchswille von 89 relativ schnell verebbt und ich würde mir einfach wünschen, er wird wieder lebendig. Im Osten nur? Für den stehe ich, aber ich wünsche mir das für ganz Deutschland. Ja, ich wünsche mir für die Türkei, dass das einfach so weitergeht. Also ich glaube, der Anfang ist gesetzt. Eine Veränderung, das geht nicht von heute auf morgen. Es geht langsam. Ich finde, Anzeichen sieht man. Und ich freue mich, dass diese Jugend, die so aktiv war und wirklich so cool war, um es mal in ihrer Sprache zu sagen, also in der Jugendsprache zu sagen, dass die einfach ein bisschen erwachsener wird und auch in anderen Bereichen mehr Verantwortung auch für die Gesellschaft dort übernimmt. Ich greife einfach Ihr letztes Wort auf und paraphrasiere mal Gandhi, der sinngemäß gesagt hat, wir geben unser Menschsein auf, wenn wir das, so unser Recht zu zivilem Ungehorsam aufgeben.
Und ich denke, das ist das, was Edward Snowden uns auch lehrt, immer sozusagen das eigene Verhalten zu reflektieren oder die eigenen Möglichkeiten zu reflektieren im Hinblick auf die Verteidigung eines Gemeinwesens, das uns allen am Herzen liegt. Also der größte zivile Ungehorsam hier im Lande Berlin war ja die Abstimmung zu Tempelhof vor kurzem sozusagen. Und ich möchte ermuntern, zivilen Ungehorsam gegenüber dem Innensenator dergestalt vorzunehmen, dass er immer behauptet, er könnte den Flüchtlingen keine Gruppenlösung, also kein Bleiberecht geben. Und es gibt eine ganz schöne Aktion der Flüchtlinge, die machen Paragraph 23 Fotos. Also, wenn Sie sich mit 22 anderen Menschen zusammenstellen, mit denen Sie vielleicht etwas verbindet, vielleicht auch nicht, und das den Flüchtlingen zur Verfügung stellen, dann würden Sie diese Aktion Paragraph 23 Bleiberecht für die Flüchtlinge vom Oranienplatz und der Schule mit unterstützen und würden dem Innensenator damit ein Nein entgegenschleudern, wenn er immer wieder behauptet, die Berlinerinnen und Berliner vertragen nicht noch mehr Flüchtlinge. Als erstens wünsche ich meinem Land Frieden. А по-друге, я бажаю їй, щоб наступний сплеск громадянської активності в нашій країні був не через 10 років. Und als nächstes möchte ich meinem Land wünschen, dass die nächste Welle des zivilen Ungehorsams nicht in 10 Jahren stattfindet. Ленін свого часу говорив, що профспілки – це школа комунізму. Ленін hat seinerzeit gesagt, dass die Gewerkschaften Schule des Kommunismus seien. От громадянський спротив – це школа демократії. Und der zivile Ungehorsam ist Schule der Demokratie. Громадянський спротив вчить суспільство, позбавляє суспільство інфантильності. Und der zivile Ungehorsam sorgt dafür, dass die Gesellschaft ihre Infantilität abwirft. Він надає суспільству досвіду, він надає суспільству характеру і він надає суспільству мудрості. Er gibt der Zivilgesellschaft Weisheit, Erfahrung und auch Charakter. Українське суспільство за останні півроку показало, що воно має досвід і виявило характер. Тепер дуже хочеться, щоб українське суспільство показало свою мудрість. Die ukrainische Gesellschaft hat ihren Charakter in den letzten Jahren gezeigt und auch Erfahrung. Und jetzt ist es an der Zeit, dass die ukrainische Gesellschaft ihre Weisheit zeigt. Dass es kein Zurück mehr gibt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir daraus lernen müssen. Es gibt sowohl in der arabischen Welt als auch in der Türkei, als auch in der Ukraine, egal wo dieser Ungehorsam entsteht, es gibt kein Zurück mehr danach, weil auch wenn es ein Rollback gibt, auch wenn die Situation danach chaotisch ist, diese Erfahrung der Freiheit, des Rechtenehmens, das ist etwas, was man niemandem nehmen kann, und was zu einer unglaublich wichtigen Emanzipation eines jeden gehört. Was mir notwendig erscheint, ist die Solidarität, dass wir dann oft in diese Situation kommen, Ägypten ist verloren, das ist jetzt chaotisch. In der Türkei wissen wir nicht, wie die Situation weitergehen soll. Wir brauchen in diesen Momenten eine Solidarität aus unserem System oder aus unserer Situation heraus, weil wir über Jahrzehnte das eingefordert haben. Und wenn die anderen auf die Straße gehen, wenn die diese Schritte machen, dann müssen wir mit ihnen diese Schritte mitvollziehen. Ich glaube, das ist die einzige Chance, die Verantwortung in Europa mit zu übernehmen. Und diese Solidarität ist entscheidend für das Gelingen, egal wo. Ne? Deshalb gibt es diese Reihe, der Schwindel der Wirklichkeit, und deshalb gibt es unter anderem auch das Poesiefestival und den morgigen Tag, wo die Ukraine Thementag ist, sowohl politisch als eben auch ästhetisch. Und ich möchte dieses Panel vielleicht schließen mit einem Satz von Hannah Arendt, die in einem ähnlichen Zusammenhang mal Folgendes sagte, also das alles ein bisschen noch mal drehend. Hannah Arendt, wie gesagt, niemand hat das Recht zu gehorchen. Niemand hat das Recht
zu gehorchen. Das ist bei all dem anarchistischen, der anarchistischen Attitüde natürlich eine Grundlegung, die sich auch jeder immer wieder klar machen sollte. Künstler tun es, sie könnten es teilweise stärker tun, als sie es tun. Jeder Einzelne ist da gerufen. Das ist eigentlich auch die Schnittstelle, wo Kunst und Politik und Wirklichkeit wunderbar zueinander geraten. Ich danke allen auf dem Podium fürs Mitmachen. Wenn Sie sich, nein, Sie können gemäßigt die Treppe runtergehen im kleinen Studio. Beginnt der Verschmuggel 2, Schottland, Deutschland, danach Collective Task, also die Show aus den USA, New York und so weiter. Das Poesiefestival geht noch 3 Tage. Wie es weitergeht mit der Reihe, wird Johannes Odenthal sagen. Ich bedanke mich erstmal und natürlich ganz herzlichen Dank an die Diskutanten dieses Podiums, des Großen. Nächsten Mittwoch, 17 Uhr, ich glaube, das Thema müsste eigentlich da oben eingeblendet sein, ich sehe es nicht, geht es um die Immobilienblase und um die Fragen, die zur Wirklichkeit dort auftauchen. Herzlichen Dank und